Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von dem Spiel Fessel. Das ist ein 2D-Rätselspiel ab 0. Kann sich also jeder kaufen. Apropos kaufen, kostet 5 Euro bei Amazon. Wurde entwickelt von Strange Loop Games und der Publisher ist IndiePub, falls euch das interessiert. Ich spiele das jetzt hier. Oh lol. Ich spiele das jetzt hier auf dem Computer. Das ist 2012 auf den Markt gekommen. Es gibt es aber auch für die PlayStation, also PlayStation 3, nur seit 2014. Also ist es gar nicht so alt, das Spiel. Eigentlich sogar relativ neu. Ich wurde gerade irgendwie aus meinem Haus ausgesperrt. Also das hier ist mein Haus, ich komme hier nicht mehr rein. Von irgendeinem blauen Wassermonster. Die heißen Flurus. Also ich weiß das jetzt, weil ich habe das Spiel schon mal angespielt. Nicht alle Level, aber die ersten Level kenne ich. Deswegen spiele ich das jetzt auch nicht blind. Und ich wurde von so einem Flur hier. Das sieht so aus wie so ein blauer Wassertropfen, also ziemlich großer Wassertropfen mit Augen, also einem Auge und Bein und Stacheln. Wurde ich hier ausgesperrt. Und es gab auch ein kurzes Intro, eine kurze Story. Die habe ich jetzt nicht gefilmt, weil das wäre jetzt zu langweilig geworden. Auf jeden Fall ging es darum, dass diese Figur, die ich gerade steuere, dieser Erfinder oder Entwickler, diese Flurus halt erfunden hat, gebaut hat, aber die sind jetzt irgendwie böse geworden und sperren ihn aus seinem Haus aus und richten jetzt überall Chaos an. Und da stand auch gerade, wir haben einen neuen Protokolleintrag, mit J kann ich den öffnen, lese ich mal vor. Unbeabsichtigte Konsequenzen. Die Nebeneffekte des Verhaltens meiner Erfindung verblüffen mich immer wieder aufs Neue. Ich muss meine Ausrüstung holen und in mein Labor zurück, bevor dieses Fluro noch mehr Chaos verursacht. Ja, habe ich ja gesagt. Da stand jetzt nicht so viel Neues drin. Ich gehe direkt mal hier rein. Ihr seht auch schon, das Wasser ist ein bisschen komisch animiert. Jetzt sieht man es nicht mehr. Aber egal, ich laufe direkt mal durch. Was ist das eigentlich? Das sieht aus wie so eine alte Fabrik oder so. Wahrscheinlich hatte hier... Da unten sind sie, diese Flurus gebaut. Okay, das eine hatte kein Auge. Eigentlich haben die Augen. Also man steuert übrigens mit A und D hin und her. Und mit Leertaste springt man. Und Leitern klettert man mit W und S hoch und runter. Man kann auch die Leiter einfach runterspringen. Aber wie ihr gesehen habt, man kriegt keinen Fallschaden. Man hat auch keine Lebensanzeige. Man kann trotzdem Schaden bekommen, durch so Stacheln, die werdet ihr später noch sehen. Aber auch nur dadurch. Also nicht nur dadurch bestimmt. Ich habe es ja noch nicht durchgespielt, aber man bekommt auf jeden Fall keinen Fallschaden. Ich laufe direkt mal durch. So. Genau, hier sieht man es. Das Wasser ist echt ein bisschen schlecht animiert. Und das mit den Leitern, ganz ehrlich, seht ihr das? Das sieht doch echt ein bisschen komisch aus. Er klettert ja nicht vorne an der Leiter, sondern er klettert eher irgendwie so an der Seite. Irgendwie sieht das komisch aus. Egal. Und hier sieht man es auch, Wasser drückt gegen einen. Das behindert einen. Also Wasser drückt immer so ein bisschen. Ich muss also auch hier durchspringen. Und direkt zum ersten Rätsel. Das ist eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Ich weiß es nicht mehr so gut. Ja, da kommt so ein Flur und springt auf den Knopf und dann geht die Tür. Okay, das war kein Rätsel. Also, natürlich habe ich ganz viel gerätselt, wie ich jetzt durch die Tür komme. Aber, nein. Hier sieht man auf diesem Hebel da und auch im Hintergrund sind so irgendwie so X eingeritzt. Und hier steht auch schon, ich muss E drücken, denn überall, wo so X sind, kann man mit E Sachen oder Hebel oder so benutzen. Und ich laufe gerade hin und her, mache das gerade auf und zu. Ich lasse es jetzt mal offen und gehe direkt zum nächsten Rätsel. Oh, okay, da habe ich jetzt aus Versehen schon das Rätsel gelöst. Sehr cool. Habe ich das jetzt aus Versehen schon gelöst? So, warum bin ich jetzt eigentlich hier reingesprungen? Okay, das war sogar richtig, weil da komme ich nicht durch. Also lege ich einfach mal hier direkt den Hebel um. Mit E, wie ich schon gesagt habe. Flurus kommt da raus und springt darauf. Okay, das war einfach. Später werden die Rätsel natürlich noch komplizierter. Das ist jetzt natürlich, bleibt jetzt nicht die ganze Zeit, dass du nur an den Hebel umlegen musst. Dann ist es schon fertig. Ihr seht auch hier, war im Hintergrund auch so ein X. Und auch auf dem Rad. Daran habe ich jetzt gesehen, dass ich das benutzen kann mit E. Und habe es dann einfach gedreht mit den G-Tasten, also W, A, S, D. Okay, wo ist das Flurin? Ach, egal. So, ich springe jetzt mal die Leiter hier runter. Genau, hier sieht man auch an dieser Glühbirne da. Ist auch so ein kleines X und im Hintergrund auch. Das heißt, ich werde das irgendwie mit E benutzen können. Okay, das muss man im Sprung machen. Und jetzt sieht man auch hier oben, wird mit so einer Maschine ein Fluro gebaut sozusagen. Der baut sich jetzt auf. Oh, was kann ich hier unten machen? Oh, nichts. Ja, okay, ich verstehe.
das wäre jetzt nicht so schwer. Nein. Shit. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Das sind vier Knöpfe, auf die er immer abwechselnd springt. Das ist ja langweilig. So. Und auf den nächsten. So. Okay, auf zum nächsten Rätsel. Ich finde das Spiel eigentlich ja ganz lustig. Nur ganz ehrlich, diese Animation mit dem Leitern hoch runter klettern sieht echt ein bisschen komisch aus. Und das Wasser auch. So, was... Okay, er hat mir den Weg versperrt. Was passiert, wenn ich... Okay, ich glaube, ich verstehe. Wenn der Hebel jetzt das macht, von dem ich glaube, dass er das macht, dann habe ich das Rätsel verstanden. Okay, er macht das, von dem ich glaube, dass er das macht. Ich muss dieses Stacheldingsbums über diese Führer kriegen und es dann zermatschen. Yeah, zermatscht. Und dadurch geht die Tür dann wieder auf. Also, das war jetzt nur der Anfang des Spiels. Das sind eigentlich noch ziemlich einfache Rätsel. Ich spiele jetzt nicht weiter. Ich beende jetzt hier die Aufnahme. Mir gefällt das Spiel eigentlich ganz gut, bis auf die Animation. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Aber die Rätsel sind lustig gestaltet und deswegen finde ich das im Großen und Ganzen und auch die Story, dass irgendwie diese Flure, die er erfunden hat, irgendwie, dass die jetzt irgendwie so Chaos verursachen, finde ich eigentlich ganz lustig. Im Großen und Ganzen ist das Spiel gut, aber ich will jetzt auch nicht weiterspielen, ich werde euch ja nicht zu viel verraten. Deswegen beende ich hier die Aufnahme, würde ich sagen. Und tschüss.